Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind eigentlich die ähnlichen wie letztes Jahr. Wenn wir uns mal erinnern, eigentlich ist der Ausgangspunkt für all das, was uns politisch doch so bewegt und beschäftigt und ärgert, aber auch bewegt, das Jahr 2008. Sie haben es vorhin kurz angesprochen. Im Jahr 2008 ist schon ein Ereignis gewesen, meine Damen und Herren, dieser Ausgangspunkt der Wirtschafts- und Finanzkrise, der uns bis heute, ja noch in langer Zukunft beschäftigt wird. An dem einen Tag, Wissenschaftler haben es nachgerechnet, ist wie seit dem Urknall, wenn jeden Tag seit dem Urknall 10 Euro zurückgelegt worden wäre, die Sparkassenleute hier unter uns haben das sofort ausgerechnet, wäre das die gesamte Summe gewesen, die an dem einen Tag damals bei dem weltweiten Finanzcrash einfach weg war zur Stelle. Es gab einen Tag, wo die Banken untereinander sich kein Geld geliehen haben und wo durch eine falsche politische Weichenstellung möglicherweise eine ähnliche Krise wie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden wäre. Dass das nicht passiert ist, dass wir es gemeinsam geschafft haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dies zu verhindern, mit einem hohen Preis übrigens an Finanzkosten, die wir noch lange auch gemeinsam abarbeiten dürfen. Das ist schon eine Leistung, aber es bleibt die Herausforderung der Zukunft, mit dieser veränderten Situation umzugehen und darauf zu reagieren.